Hallo, Esel, bitte sehr. Boah, meine Fresse, Till. Komm mit dem scheiß Esel langsam. Ich Das hab nervt ein mich, diese scheiß Problem. Wölfe. Ich check's nicht. Die sind Und ich komme nicht überall. aus. Ich komme nicht raus. Ich bin Hä? gefangen. Befreie mich, funktioniert mit dem Esel Bist du nicht. Ich fett kann den Esel nicht geworden? mitnehmen. Ja, scheint so. Springen hilft dir auch nichts mehr. Warum ist das so? Scheiße, Esel, steckt Hocke einfach auf den fest. Esel und drücke befreie mich. Nee, da macht genau nichts. Dann passiert nichts. Das passiert aber nichts. Ich bin, glaube ich, in einem Infinity Loop gefangen mit dem Esel. Also ich kann schon weg vom Esel, aber der Esel ist einfach da, bleibt einfach stehen und liegen. Mach mal einen Relock. Der jetzt. Ah. Siehst du, man muss nur, Oh. man muss dem Spiel nur drohen, dass man offline geht. Nein, funktioniert's. Ey, das war jetzt aber total Käse hier. Muss ich 50.000 Mal im Kreis drehen und irgendwann funktioniert's dann aber. Also, ich Ja, komm ist mal, ne? komplett weird. Dafür gehe ich jetzt mal ein bisschen tauchen und schwimmen. Oh. Ich habe gerade den Quest gelesen. Abliefern an Nonne. Also ich muss an eine Nonne Weizenbier abliefern. Wenn man das einfach so aus dem Kontext gesehen hört, ich muss einer Nonne zwei Bier bringen. Ja. Coole Sache. Oh. Esel, komm, mach schon, Ich Hü, hoffe, die komm. haben hier Tierfutter, Mann. Soll ich zu dir kommen? Ja, ah, die hat Salzstangen. Was bringen Salzstangen bei Tieren? Nix, ey, Mann. Martisan, das ist Medieval Dynasty. Na gut, Salzstangen bei Tieren. Alles Dann sind sie durstig. Vielleicht werden sie dann handzahm, eventuell. Nicht handsome, sondern handzahm. Kann nur gut Ja, sein. Tränke. Ich brauche keine Tränke, Mann. Oh, meine Lieblingskumpanen, die Büffel sind hier. Nee, sind eigentlich Wiesens, Entschuldigung. Ich will nicht hier irgendwelche Korruptionsvorwürfe machen gegen Tiere. Das sind Wiesens, keine Büffel. Entschuldigung. Und hier sind wir gerade in ein Lager der Wölfe geraten. Kann man zu zweit auf einem Esel reiten? Ich glaube nicht, oder? Nein. Warum nicht? Das wäre doch was, was wir machen könnten. Also was sie. Weißt du, so ein Stretch-Esel, so eine Limousine-Esel. Einfach so ein bisschen, ne? Gestretched. Wäre irgendwie schon cool. Was hast du für Quests? I'm an NPC! A non-public character. Ja, eigentlich playable, aber public klingt auch ganz lustig. So, 100 Meter. Dann bin ich bei dir. Esel Comet. Hui. Oh oh. Hui. I'm hurt. Warte, kann ich helfen? Oh. Ich will Dankeschön, mich jetzt tschüss. aufpfeife. Ich muss Okay. jetzt nach Ostoja. Und zwar Ja, und schnell. ich muss. Ach, das ist das andere Dorf. Oh. Ich bin so weit geritten, wusste ich gar nicht. Kann sein. Ich weiß gar Na nicht, ob er es toll. Wie aktuell komme ich noch jetzt wieder nach zockt. Hause? Ich Du wusste, dass er es mal Arschgeige. gezockt hat und dann irgendwie wieder ein Let's Play Naja. gemacht hat, aber ob es aktuell noch zockt, ich weiß Will nicht. wohl einen Fußweg jetzt. Aber einen zweiten Sattel so craften wäre auch ein Thema, oder? Das wir Ich irgendwann kann angehen einen könnten. kaufen dann. Oh, nichts Ah. los ist. Nichts los ist gestraft. Die
Brücken. Die Esel und Brücken, das passt irgendwie nicht so. Generell Esel und Landschaft. Der Esel und die Welt, das passt einfach nicht. Nein. Würde ich jetzt behaupten. Es wäre schon irgendwie cool, wenn man jeder seinen eigenen Esel hätte. Auf jeden Fall, so. Also das nächste wird ein Sattel sein, nachdem ich jetzt das Tier... Sobald ich das Tierfutter da habe, werde ich mich um den Sattel kümmern. Also das müssen wir uns nicht gegenseitig immer wieder das Ganze hin und her schieben. Ja, das ist wie so ein Scheidungskind. Ein Entscheidungskind. Aber nicht heiraten, das ist das Problem nicht. Da bist du nicht kein Scheidungskind. Wer oder was ist Rainer Winkler, Kiana? Onward. Rainer, das klingt. Kennst du den Namen? Till? Rainer per se. Ja, jein. Ist das eine Persönlichkeit, die man kennen sollte? Ich kenne eh keine Leute von dem her. Ja, nur dich. Dich selber und du. Genau, so in etwa. Ich, mich selbst und du. Nee, eigentlich ich. Drachenlord. Was? Drachenlord heißt Rainer Winkler? Hä, Lul? Profi-Streamer. Ist es dieser Fettsack da? Der eine Kommune gründen will, wo sich alle selber in den Popo fingern? Naja, wurde ja abgesagt. Ah, die Kommune wurde abgesagt. Ey, was ist nur los mit den NPCs hier im Spiel? Also ich glaube, es hackt hier langsam. Was machen die Leute die ganze Zeit? Nur die ganze Zeit immer auf dem Boden irgendwie beten und keine Ahnung was. Ohne. Das soll ja normal, was die Leute hier machen, oder? Die beten dafür, dass du 100.000 Abonnenten hast. Da können sie lang beten. FKK-Kommune, ja. Ja, dann war ich schon auf dem richtigen Weg. Ja, was soll meine Meinung zu ihm sein? Keine Ahnung, ich habe mit ihm nichts zu tun oder ich habe nie seine Videos geschaut. Ich wusste einfach, dass der eine FKK-Kommune macht und so irgendwelche Skandale. Ne? Und der hat irgendwie einen Skandal irgendwie wegen Minderjährigen oder so am Hals. Keine Ahnung, oder verwechsel ich das mit einem anderen Streamer, mit, glaube ich, Joolio oder so. Aber ey, so, wie sagst, also ich würde mal sagen, jeden das Seine, ne? Aktuell bin ich nur so im Bild mit Ani de Duck und Unge. Den Rest, kann ich gar nicht sagen. Ich nicht einmal das. Ich habe private Dinge im Kopf. Das ist wie? Ganz anderes. How to be an idiot. Ja, wäre. Nee, da brauche ich kein Tutorial, da kann ich nur in den Spiegel gucken. Also das ist schon. Also Till, kannst du irgendwo in der Nähe schlafen? Ja, in deinem Haus. Perfekt. Ey, was? Kraus da! Schon passiert, ich schlafe jetzt neben deinem Kleinen. Also. Der hat ein eigenes Bett? Mama Mia, warum? Sie meinen wohl Lurky Girl. Ja, aber das habe ich mitbekommen, dass er sich selber mit einem zweiten Twitter-Account auf Twitter verteidigt. Wer? Also der Kollege oder was? Nee, ungespielt. Was macht der mittlerweile alles falsch? Ja, der hat jetzt die letzten Jahre alles so ein bisschen vertuscht, aber da ging ganz viel schief. Also ich bin hängen geblieben, glaube ich, gefühlt 2015 bei ihm oder so, 2016. Irgendwie so. Es ging so weit, dass er... Kennst du Iblali? Wer kennt Iblali nicht? Der hat dafür gesorgt, dass Iblali die Insel Madeira verlassen musste. Unge. War auch auf Madeira? Okay, so weit bin ich nun gar nicht wieder. Ja, Madeira ist das YouTube-Mekka. Und Lurky Girly... Aufpassen, sonst gibt es Madeira-Verbot. Ja, true. Ich muss aufpassen, was ich sage, sonst darf ich nicht mehr nach Madeira. Wir wollen ja eh nicht teilen, von dem her, mir spielt es keine Rolle. Ja, es war so ein Hype, die letzten Jahre. Alle Streamer, alle deutschen YouTuber ab nach Madeira. Was ohne Wenn und das Aber. Im Endeffekt? Ja, anscheinend hast was du ganz, ganz krasse Steuervorteile gehabt.
Wussten Sie, dass Alblali mal mit Drachenlord Beef hatte? Nee. Hatte nicht so gefühlt jeder große YouTuber Beef mit Drachenlord? Oder verwechsel ich den wieder mit KuchenTV? So, ich muss euch stören. Geil, ich bin vergiftet. Ich habe einen Apfel gegessen. Hui. Ich glaube, ich sauf das Bier, dann bin ich weg. Ey, wann stehen diese NPCs auf? Die sind so faul. Man kann es einfach ansprechen. Nein, sie haben gar keinen Bock aktuell mit mir zu reden, deshalb mache ich jetzt Gesten. Bier. No. Oh, Till, geil. Dann kann ich wieder Leute holen. Das klingt irgendwie total falsch, aber ja, mach nur. Oh, endlich, Nein. Sie steht auf. Shivia, guten Morgen, ich will was kaufen. Hey, sofort, ey, was ist das für ein Ladenservice hier? Ja, wir Lux und Holzstämme. Ich bin NPC. Kriegen wir hin, oder? Tierfutter. 55 Tierfutter hat die Tante nur. Oh Gott. Ah, ich konnte nur 34 kaufen. What the fuck? Wenn man vergiftet ist, kann man keine Nahrung dazu. Also dann kann man sich futtern. Irgendwie auch doof. Goodbye. Ey, die Gesundheit geht ja runter wie doof. So, also ich komme zurück, dann kann ich die Tiere füttern. Ich möchte die Vergiftung endlich hier weg haben, dann kann ich Fleisch futtern. So, dann komm. Crafte ich Schaufeln. So. Ich brauche noch mehr Fleisch. 4 Stück Fleisch war nicht genug. Ist aus, man kann ja wirklich sehr, sehr vieles essen, ne? Ja, das ist eben geil, aber ich will unbedingt noch eigentlich, Till, müssen wir so weit machen, dass wir Bienen und Bier herstellen. Eigentlich müssen wir so reingrinden noch. Bier, eine Schenke aufbauen und dann. Wann gibt's denn das überhaupt? Ziemlich spät. Oh, da ist ein Wiesent. Da sind mehrere Wiesents. Rennesel, los, flieg. Luchse, haben wir irgendwo einen Luchs hier im Spiel, wo wir umnieten können? Es gibt eine Map, wo du den Filter auf Tiere setzen kannst und da siehst du, wo welche Tiere sind. Praktisch, oder? Oh, Wölfe. Ja, der Filter, Tierhaltung, toll. Produktion, Dienstleistung, nein, Lager, Fallen. Jetzt. Was für ein Tier war das jetzt? Luchse, okay. Und warum kann man hier nicht Tiere ausblenden? Das ist doch so schlimm. Ja, kein Brückencrash-Esel. Gut, diesmal hat es der Esel geschafft, ohne Brückencrash rüberzukommen. Oh. Warte mal, ich mach mal während dem wir eine Stunde streamen, mal den Soundcheck, ob man dich überhaupt hört im Stream. Ah, wäre auch gut, ne? Holt euch Cheats. Wozu? Du gehst zurück. Du bist in der Nähe eines Lux-Vorkommens. Ja, nicht ganz in der Nähe, aber. Ja, irgendwie schon. Warum Cheats hier? Warum sollen wir Cheats holen? Richtig. Ja, perfekt, man hört dich. Gut. Onward. Deine Stimme ist unvergesslich. Okay. Würde schon sagen, unerkennbar. Unverkennbar eher. Ist das Wort unverkennbar? Ich glaube schon. Frag mal Duden. Apropos Spiel. Ja, unverkennbar ist ein Wort. Unverkennbare Symptome, eindeutig erkennbar. Okay. Hast du das Summer Game Fest verfolgt? Nein. Windelwechseln habe ich verfolgt. Ha!
Ja, aber hier ist ja wirklich... Oh, Mann. Zum Suchen ist...